von vielen Schmerzen und vielerlei Schmerzen ist heute in den Schrifttexten die Rede. Die Leiden der beiden Frauen, der blutflüssigen Frau, das Leiden der Eltern um ihre so junge Tochter, der Schmerz Davids um seinen Sohn, den Abtrünnigen, den Aufrührer und Hinterlistigen und doch sein Sohn. Ich bin nicht recht schlüssig, ob wir überhaupt, wenn in der Heiligen Schrift von Schmerzen die Rede ist, noch etwas damit anfangen können, weil wir ja zu regelrechten Schmerzvermeidern geworden sind. Wir haben für alles unsere kleinen Pillchen oder kriegen eine Spritze und dann ist alles gut. Ich frage mich manchmal, wie das Generationen vor uns gehört haben, die all diese Hilfsmittel nicht hatten, die Kriege erlebt haben, die wussten, was Hunger ist. Es geht nicht um Verklärung solcher Zustände oder als müssten wir sie künstlich herbeiführen. Aber dass Schmerz im menschlichen Leben einen Platz, ja eine tiefe Funktion hat, das wussten frühere Generationen möglicherweise besser als wir. Wir, die Schmerzvermeider, vermeiden alles Äußere an Schmerz, alles, was wehtut. Und was passiert? Unsere Schmerzen verlagern sich nach innen. Und dafür gibt es keine Pillen. Da helfen auch noch so viele Psychiater und Psychologen nicht. Diese inneren Schmerzen bleiben unheilbar. Diese Wunden bluten unentwegt und lassen sich kaum stillen. Die Generationen, die mit dem äußeren Schmerz noch besser umgehen, ja ihn ertragen konnten, wussten, wo sie Hilfe finden für den inneren Schmerz. Für sie hatte Religion, hatte das Wort Heiland noch eine Bedeutung. Denn es geht ja nicht darum, dass in der Religion der Schmerz etwa verklärt würde, als müsste man ihn suchen, sondern man wusste, wo Hilfe ist. Das ist der entscheidende Punkt. Man kannte die Adresse, wo man hingehen muss. Man schaute nicht im Branchenverzeichnis, wo die Sprechstunden sind, egal bei welchem Spezialisten. Es gab nur einen Spezialisten. Auch gerade für viele einfache Menschen, die sich diesen Drang bewahrt haben, wie jene blutflüssige Frau, die gespürt hat, der kann mir helfen, den muss ich anfassen, dann bin ich gesund. Wenn man nachschaut, wie die Väter unsere Geschichte, etwa die des David, bedenken, dann kommt eine Figur aus dieser Davidsgeschichte in den Blick, die wir möglicherweise schnell übersehen. Es ist der Späher auf dem Dach. Die Väter denken nicht so sehr über den Schmerz des Vaters David nach oder über die Untat des Abschalom, sondern dass man selber in seinem Leben einen Späher haben muss, damit man die Tugend beachten kann, damit man die Gefahren abschätzen kann und damit man Ausschau hält nach dem, der den Schmerz heilt, der allein Heil und Leben schenkt. Das, was uns so leicht über die Lippen geht, ist tief geerdet, wenn man den Schmerz bedenkt, von dem heute die Rede ist. Er allein, der selber zum Schmerzensmann geworden ist, er allein schenkt Heil, Heilung.